Ja, moin moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal. Oh mein Gott, es ist mal wieder soweit. Und zwar mit einem kleinen Infovideo. Einem kleinen, wirklich kleinen, ja, Infovideo. Denn es geht um die aktuelle Situation, wie wir sie jetzt gerade haben. Weil, wie man bemerkt hat, kommt in letzter Zeit nicht wirklich was auf den Kanal, seitdem die UDT beendet ist. Das liegt halt einfach daran, dass ich mir A, erst einmal eine kleine Ruhe gönnen wollte, bevor jetzt Schild und Schwert rauskommen. Und B, weil auch die Zeit es halt erst einmal nicht gegeben hat, dass ich groß was anfangen konnte und ich dann halt lieber im Hintergrund ein bisschen was geplant habe, was ich dann so zum Start von Schild und Schwert dann ungefähr langsam dann wieder in diese Richtung dann bringen will. Unter anderem kann ich euch sagen, dass ich auf jeden Fall schon mit der Planung eines bestimmten Projektes angefangen habe. Um ehrlich zu sein, eigentlich genau heute Morgen in der Nachtschicht. Weil mir da so halt eine interessante Idee gekommen ist und die will ich eventuell umsetzen. Da fehlt mir aber definitiv noch ein bisschen Unterstützung. Da muss ich erst einmal einen grundsoliden Plan erstellen, bevor ich da ja, gucken kann, wie es in der Hinsicht weitergeht. Ich will da jetzt nicht allzu viel versprechen, aber es könnte ganz cool werden. Deswegen hoffe ich, dass das irgendwie hinhaut und auch funktioniert. Dann haben wir auch noch die Thematik mit Schild und Schwert. Wie wird es da weitergehen? Also, ich werde es auf jeden Fall hochladen. In welcher Form weiß ich aber wiederum leider noch nicht. Denn einerseits will ich es natürlich auch privat spielen. Und andererseits will ich es auch irgendwie aufnehmen. Jetzt ist dann halt so diese Frage. Ich könnte natürlich zwei Accounts machen auf meiner Switch. Auf der einen für das Aufnehmen, auf der anderen für mich selbst. Aber wenn ich das aufnehme und so, ne, dann will ich ja den ganzen Kram blind mitbekommen, die Reaktion übertragen, so wie es ist. Aber ich weiß halt auch, für mich als kleiner YouTuber hat man es halt einfach schwer. Man hat es einfach schwer mit den Viewerzahlen und deswegen weiß ich nicht, ob sich wieder so ein Let's Play in der Art lohnen würde. Was mir im Kopf schwebt, ist, dass man eventuell das Ganze hier in einem Stream verpackt. Und zwar, dass man versucht, so oft es geht zu streamen. Es kommt natürlich immer wieder darauf an, was ich für eine Schicht gerade habe. Ich bin ja voll arbeitstätig. Und ob ich am Wochenende dann daheim bin und die Zeit dafür habe, massiv viele Streams davon zu machen. Ich weiß, andere Leute werden mir in dem Fall dann wegrennen. Aber ich habe da irgendwie, ja, ich bin am Überlegen, ob ich das nicht geteilt mache. Und zwar, wenn ich die Zeit habe, dass ich dass wir das in Streams machen. Und wenn ich die Zeit nun mal zum Aufnehmen habe, dass ich das halt in einzelnen kleinen Videoclips mache. Auf YouTube weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall wird das von Twitch auf YouTube dann übertragen. Also die Streams werden definitiv auch auf YouTube kommen. Wer natürlich, was das angeht, nichts verpassen will, ich empfehle jeden, dann auf den Discord-Channel zu kommen. Ihr werdet einen Link in der Videobeschreibung finden. Ich habe den jetzt heute Morgen nochmal frisch aufpoliert, nochmal ein paar neue Sachen mit hinzugefügt, beziehungsweise die ganze Optik ein bisschen verfeinert, weil es mir auf Dauer dann doch ein bisschen zu unübersichtlich wurde. Ja, es wird jetzt auf jeden Fall, dadurch, dass ich ja diesen einen Bot jetzt mittlerweile auch drin habe, auch immer wieder die Ankündigungen geben, weil ein neues Video da ist und ich werde das jetzt auch so einstellen, dass er das ankündigt, wenn ich on Stream bin, damit das auch jeder mitbekommt. Autsch, das tat mir jetzt gerade selbst in den Ohren weh, weil bei mir wieder was im Hintergrund angesprungen ist. Das habt ihr hoffentlich nicht gehört, denn ich nehme das gerade wieder über Order City auf. Hallo, was ist denn mit meinem Bildschirm? Danke. Und, ja, wo war ich? Genau.
Die Streams werden auf jeden Fall angekündigt. Auch auf YouTube-Format wird das definitiv dann angekündigt werden, ob ich on Stream gehe oder nicht. Ich werde das auch versuchen, so durchzuziehen, dass wir überwiegend das Spiel in Stream spielen, gemeinsam spielen, ihr mit mir zusammenspielen könnt quasi, also halt quasi parallel mitspielen könnt. Das ist halt für euch halt so ein, ein Gameplay oder ein Stream für nebenbei ist, während ihr selber spielt, oder für die, die es halt nicht spielen können oder noch nicht spielen wollen, weil sie noch nicht wissen, wie dieses Spiel ist. Vielleicht, eine Art Empfehlung wird oder so. Oder dass ihr vielleicht auf den Geschmack kommt, es euch doch zu holen. Weil, es heißt wirklich immer wieder, dieses Spiel ist der derbste Bullshit, den es auf dieser Welt gibt. Ich sehe momentan noch nicht so da drin, dieses Problem. Ich sehe eigentlich eher mehr da drin, dass ich es eher schade finde, dass nicht alle Pokémon reingekommen ist. Ich kann aber die Konsequenz dahinter verstehen. Deswegen, man muss jetzt mal sehen, wie sich dieses neue Meta fangen wird. Ich habe zwar eine gewisse Hoffnung da drin, allgemein in dieses Spiel, weil ich eher mehr vermute, dass uns Game Freak bzw. Nintendo eher mehr so das Schlechtere zeigen wollte, um mit den Guten den Hype richtig zu schüren. Weil ja, ich meine, es sind ja jetzt in kurz vor Release gute Sachen angekündigt worden. Zum Beispiel dieses neue Breeding System. Finde ich super. Das haben sie ziemlich lange verschlossen gehalten, weil sie noch nicht genau wissen, wie sie es umsetzen wollen. Ich finde, die Umsetzung ist echt gut gelungen. Bisher, so was man gesehen hat. Wie man es am Endeffekt hinkriegt, ist eine andere Sache. Ich sehe immer noch eine Problematik da drin, wie man diese Minzen für die Wesenveränderungen irgendwie hinkriegen, wie man die bekommen soll. Ob es jetzt durchs Camping funktioniert, dieses Camp-System, weil irgendwas muss es ja, denke ich mal, damit auf sich haben. Oder ob man die Dinge einfach kaufen kann im Supermarkt, quasi im Pokémon. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich bin auch gespannt, was eventuell sogar noch mit da drin ist, was eventuell nicht geleakt wurde im Pokédex, weil es gab ja immer noch einige. Auf Twitter gab es ja diesen einen, der hat es ja geleakt, so bla bla bla. Und da gab es ja auch immer noch freie Stellen. Und an diesen freien Stellen könnte man sich eventuell einige Pokémon denken, die jetzt vielleicht nicht angekündigt wurden. Weil vielleicht der ganze Pokédex doch noch nicht ganz revealed war, wie es eigentlich sein sollte. Oder sich Nintendo sogar denkt, komm, wir packen doch nochmal schnell ein paar Pokémon mit rein. Ich meine, das ist für die ein kleiner Handkniff. Die Spiele sind natürlich schon alle raus, die sind schon fertig, die sind schon auf dem Weg in alle Läden und weiß Gott, wer weiß, ob die schon sogar alle parat haben. Also ich denke mal, die haben sie schon alle in ihren Lagern liegen. Ich meine, wir haben jetzt Dienstag, Freitag soll es rauskommen. Es fehlt einfach nur noch das Go von Nintendo und dann haben wir dieses beschissene Spiel in unseren Händen. Deswegen, ich habe Hoffnung noch in dieses Spiel, ein bisschen zumindest, dass es doch so diese dramatische Wendung hat. Wir zeigen euch erstmal das Schlechte, um mit dem Guten dann zu kommen, weil wir es in letzter Zeit falsch rum gemacht haben. Wir haben nur das Beste als erstes rausgeklatscht und im Endeffekt ist das Spiel in die Hose gegangen. So sehe ich das im Moment. Und deswegen, die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Was es dann definitiv auch noch geben wird, wie es einige ja bestimmt schon mitbekommen haben, hat Nintendo selbst angekündigt, dass es zu Schild und Schwert ein Turnier geben wird, ein Online-Turnier, wo man sich nicht über die Pokémon-Community quasi drüber anmelden muss. Dass man da erstmal einen Account braucht und so ein Zeug. Ich bin am Überlegen, da wirklich mitzumachen, damit wir das ebenfalls als Content hochladen können, ne, damit wir ein bisschen mehr als nur Ligasystem haben. Dazu wird es natürlich auch, was natürlich im Hintergrund läuft, eine Season 4 von der DPCL geben zu Schild und Schwert. Ist aber noch offen, wie es gestaltet wird, weil es kommt immer noch auf Pokémon Showdown drauf an, wie sie Gen 8 implementieren. Wie das alles funktioniert, wie das alles miteinander arbeitet. Das braucht seine Zeit. Also erwartet bitte nicht zu schnell, dass eine neue Liga kommt auf dem Kanal. Zumindest was meine Liga angeht. Bitte erwartet da noch nicht zu viel. Es muss erst einmal alles in die Wege geleitet werden. Dadurch, dass ich teilweise hier überwiegend alleine arbeite, außer jetzt mit zwei, drei anderen Leuten, die ich mir dann immer zur Hilfe hole, kann das doch schon ein ganz kleines bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
Deswegen bitte ich auf jeden Fall da in der Hinsicht um Geduld. Es wird aber eine neue Liga geben, das kann ich auf jeden Fall sagen. Wie gesagt, das Projekt, was ich noch vorhabe, hoffe ich auch, dass es nicht nur auf dem Papier stehen bleibt, sondern auch umgesetzt wird. Und ja, wie sich dann im Endeffekt das Ganze hier entwickelt, werden wir dann sehen. Natürlich schwirren mir auch noch andere Gedanken im Kopf, die sich auch auf ältere Editionen verlassen oder zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht sogar zu Schild und Schwert. Denn ich brauche auch dort, wie gesagt, erst einmal Unterstützung, weil alleine kann ich dieses Projekt definitiv nicht angehen. Dafür brauche ich Leute, die mir da auf jeden Fall helfen. Und ich werde mal gucken, ob ich da welche organisieren kann. Auf jeden Fall seid nicht allzu hype, was ich jetzt hier alles erzähle. Es muss nicht kommen, es kann sich auch total im Sand verlaufen, so wie es sich halt gerne öfters macht. Wie jetzt zum Beispiel bei Duel Links momentan. Ich wollte ja mehr Duel Links jetzt auch noch bringen, zu einem der Hauptcontents bringen. Aber in letzter Zeit fehlt mir einfach die Motivation, Duel Links überhaupt zu spielen. Ich spiele es sehr selten momentan, um ehrlich zu sein. Und da irgendwas heranzuzwingen, ist jetzt auch nicht so meine Art. Darauf habe ich dann auch jetzt nicht so eine große Lust. Und wie gesagt, ich wollte mich halt dann erst einmal ein bisschen ausruhen mit YouTube und so und so, bis es dann halt weitergeht mit Pokémon Schild und Schwert. Aber das war's auch erst einmal. Wie gesagt, eigentlich müsste jetzt alles das, was ich sagen wollte, gesagt worden sein. Wie gesagt, ich kann nur drauf plädieren, kommt auf den Discord-Channel, dann verpasst ihr definitiv nichts. Ihr verpasst nichts, was in diesem Zeitraum passieren wird an Uploads. Ihr passiert nichts, was in dem Zeitraum passieren wird mit Streams. Und ihr werdet auch über jeglichen Informationen, was alles geplant ist und so ein Zeug, auch in Kenntnis gesetzt. Natürlich wird es dann auch dementsprechend auf YouTube dann diese Ankündigungsvideos geben. Die werden nicht wegfallen. Das ist ja klar. Ja, ich habe auf jeden Fall einiges vor und ich hoffe, ich kann das alles 2020, das ist der Plan für 2020, wohl bemerkt, auch alles umsetzen. Und ja, das ist halt quasi so dieses Update-Schema. Wie geht's weiter im nächsten Jahr? Für dieses Jahr natürlich auch noch. Es ist nicht nur Pokémon geplant, denn Jedi Fallen Order kommt gleichzeitig zu Schild und Schwert. Und das wird schon ein gewaltiges Problem werden, sich zu entscheiden. Was spiele ich jetzt? Jedi Fallen Order oder Schild und Schwert? Denn ich bin auf beide sehr hart gehypt und ich will beides unbedingt spielen und ich freue mich, wenn es dann endlich da ist. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wie gesagt, Discord-Link ist in der Beschreibung. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall über Zuwachs freuen, denn der Discord muss wieder ein bisschen aktiver werden. Er ist mir in letzter Zeit dann doch ein bisschen zu inaktiv geworden. Und deswegen würde ich mich auf jeden Fall über neue Personen freuen, die auch mal wieder so ein ganz kleines bisschen das Serverleben, auch auf meinem Server mal wieder ein bisschen beleben. Denn es ist, um ehrlich zu sein, momentan nicht so wirklich viel los. Das meiste Leben steht eigentlich immer erst dann, wenn die Liga läuft. Und ja, bis dahin ist eigentlich irgendwie immer so ein bisschen Totenstille. Und das will ich ein bisschen ändern. Deswegen ein bisschen mehr Werbung für Discord. Und ja, das war's dann von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann in einem neuen Video, eventuell sogar Stream. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Macht's gut und bye bye. Euer Drake.